Herzlich willkommen beim Aktienrat. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Aktie der General Motors Company aus dem Jahre 1963. So sahen die Dinger früher aus, nicht so wie heutzutage alles digital auf dem Handy, sondern noch in Papierform. Und das ist wirklich eine originale Aktie von der General Motors Company. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie die Aktien entstanden sind und wann letztendlich die Geburtsstunde der Aktie war, also so ein bisschen die Geschichte der Aktie, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Dieses Video ist keine Anlageberatung und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Finanzprodukten dar. Es handelt sich hierbei lediglich um meine persönliche Meinung. Die Geschichte der Aktie. Bereits im Mittelalter, und zwar im Jahre 1288, wurde eine ähnliche Form des heutigen Aktienhandels ins Leben gerufen. Und zwar in Schweden in der Stadt Falun. Eine Kupfermine verkaufte damals 12,5% seiner Unternehmensanteile. Diese Mine mit dem heutigen Namen Sorakopaberg besteht sogar heute noch und ist auch heute noch an der Börse handelbar. Die offizielle Geburtsstunde der Aktie liegt aber erst ein paar Jahrhunderte später, und zwar im Jahre 1602. Die Direktoren der Vereinigten Ostindischen Handelskompanie beschlossen, Unternehmensanteile für Finanzierungen zu verkaufen. So wurde ein großer Teil der damaligen Schiffsflotte finanziert. Diese Kompanie importierte vor allem Gewürze, vor allem aus Indien und Indonesien, aber auch Tee aus China. Was außerdem noch sehr beachtlich ist, dass damals schon eine Dividende an die Anteilseigner bezahlt worden ist. Und zwar nicht in der heutigen Form, wie wir sie kennen, und zwar in Form von Geldwerten, sondern in Form von exotischen Gewürzen, also eine Naturaldividende, wie wir sie heute nennen würden. Ein paar Jahre später folgte dann ein echter Aktienboom, vor allem in der Zeit der Industrialisierung. Im Jahre 1843 wurden in Preußen erstmals allgemeingültige Regelungen und Gesetze verfasst, welche die Gründung von Aktiengesellschaften regelt und vor allem auch branchenunabhängigen Unternehmen erlaubt, Aktien auszugeben. Vor allem im Zeitalter der Industrialisierung schossen Aktiengesellschaften nun wie Pilze aus dem Boden. Bereits im Jahre 1909 gab es bereits über 5000 Aktiengesellschaften in Deutschland, wovon einen großen Teil des Kapitals vor allem in Zukunftstechnologien und Eisenbahngesellschaften steckte. Leider gab es kurz danach den Ersten Weltkrieg und ein paar Jahre später sogar noch der Zweite Weltkrieg, wovon viele der damaligen Unternehmen den Krieg nicht überlebten. Die Seite Worldbank.org zeigt aber an, dass bis ins Jahr 2018 wieder ca. 43.000 gelistete Aktiengesellschaften an den Weltbörsen notieren, mit der Tendenz steigend. Das war eine kurze Zusammenfassung und Einführung, wie die Aktien überhaupt entstanden sind. Und wenn dir das Video gefallen hat und du gerne weitere Videos sehen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.